versprochen und da mich ja schon mehrere darauf angeredet haben, ich soll doch mal ein Video machen von meinen Rezepten, mache ich euch heute hier ein ganz altes Rezept. Das habe ich aus einem alten Heftchen von meiner Oma. Das sind saure eingelegte Champignons. Habe auch schon gehört, die sollen ganz lecker sein. Und da es nicht so schwer ist, das Rezept, habe ich mir gedacht, das probieren wir jetzt einfach mal. So, ich habe dann hier 500 Gramm Champignons geputzt. Am besten, ihr schaut, dass ihr so kleine wie möglich bekommt. Dann habe ich einen halben Liter Wasser. Am besten Salzwasser. Nehmen wir dann auch gleich rein. Dann habe ich, ich hatte leider keine Schalotten, deswegen habe ich eine große Zwiebel genommen und habe die geviertelt. Das wären dann die Zwiebeln. Dann hat drei Knoblauchzehen, die habe ich auch hier. Dann braucht man noch 150 Milliliter Essig, ein bisschen Salz. Dann hier habe ich die ganzen Gewürze drin, ein bisschen Pfeffer, also ein Teelöffel Pfeffer, drei Teelöffel Zucker, zwei Zweige Thymian, einen kleinen Zweig Liebstöcke, einen Bund Estragon, ein Lorbeerblatt und zwei Wacholderbeeren. So, bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt leider viele Kräuter nicht frisch gekriegt, aber ich habe festgestellt, dass es auch mit getrockneten Kräutern genauso geht. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal. Ihr könnt ja dann frische nehmen. Also, dann wollen wir mal loslegen. Als erstes müssen wir jetzt einen halben Liter Salzwasser aufkochen. So, und da das ja ein bisschen länger dauert, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, mein Wasser kocht jetzt. Dazu gebe ich jetzt die 500 Gramm Champignons und lasse die 6 Minuten in dem Wasser mitkochen. So. So, und da 6 Minuten ja auch wieder ziemlich lange sind, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Champignons haben jetzt 6 Minuten gekocht. Jetzt schütten wir sie ab. Also wir salzen sie ab, fangen aber das Kochwasser von den Champignons auf, weil das braucht man noch. So, mal da mal ein bisschen zurückschalten. Gut, dann geht's weiter. Jetzt gehen wir die Schalotten, also bei mir die Zwiebeln, den Knoblauch sowie den Essig etwas Salz. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich versäumt, Salz zu kaufen. Jetzt ist mir das Salz heute ausgegangen, aber wir haben ja hier noch ein bisschen Salz. So, ein bisschen Salz. Und ich habe ja auch immer noch mein selbstgemachtes Kräutersalz. Davon können wir auch ein bisschen dazugeben. Ihr hört gerade meine Niki bellen. Die ist wieder sauer, weil ich mich gerade nicht mit ihr abgeben kann. So, jetzt. Gut, dann haben wir das Salz. Dann kommen 3 Teelöffel Zucker dazu. So. 1, 2, 3. Zucker sowie alle Kräuter. Und die Gewürze kommen auch dazu. Und das Ganze wird jetzt wieder am Ofen gestellt, am Herd. Und mit 300 Milliliter von der Champignonbrühe. Mal schauen. Wie haben wir denn jetzt?
bisschen noch. Jawohl. So. Gut. Das wird jetzt alles nochmal zum Kochen gebracht. Das ist so richtig gescheit einmal, also fest. Entschuldigung, ich rutsche immer ins Bayerische. Das ist noch einmal so richtig fest aufkocht. So. Der Sud kocht jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ein bisschen schwer. Ich muss mir dann noch was einfallen lassen, wie ich die zukünftigen Videos noch mache. Wie ich das anders handhabe. Also riechen tut es extrem. Lecker, würde ich jetzt mal sagen. Es ist schon sehr essiglastig. Gut, jetzt kocht es auf. Jetzt kommen die Champignons nochmal dazu. Das habe ich jetzt vergessen. Und werden nochmal in dem Sud aufgekocht. So, und im Großen und Ganzen war es das jetzt eigentlich schon. Die Champignons werden jetzt dann nur in dem Sud abgekühlt. Also ihr lasst sie einfach da drin abkühlen und könnt sie dann abgekühlt mit der Flüssigkeit in Gläser füllen. Aber ich sage es euch gleich, da bleibt nichts übrig, das wo ihr in den Kühlschrank stellen könnt oder so, weil ihr werdet es gleich essen. Und das passt zu jeder Brotzeit. Ist halt mal ganz lecker so zwischendurch. Also ich weiß, es war mein erstes Video, ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz prickelnd. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das Rezept schreibe ich dann unten dazu. Und bei Fragen meldet ihr euch einfach bei mir. Also ich wünsche euch viel Spaß damit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vor allem, dass es euch auch schmeckt. So, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Meine sind jetzt noch ein bisschen warm. Ich warte, dass noch ein bisschen kalt sind und dann gibt es die heute Abend zur Brotzeit. Also, viel Spaß damit, lasst es euch schmecken und verzeiht mir bitte, dass das Video noch nicht so prickelnd ist. Also, Servus, tschüss!